Beine sind halt steif. Es dauert immer ein bisschen, bei jeder kurzen Pause wird es sofort wieder kalt. Ja, also wird eine Herausforderung auch schon kleine Stunden. Also harte Etappe, das war klar, das sieht man, das ist ziemlich steil da. Geht's darauf? Ich habe am Anfang ziemlich angezogen, weil ich dachte, ich muss warm werden. Ab der Hälfte dann habe ich gemerkt, das schmerzt ein wenig in der Lunge, die kalte Luft wird ganz schön. Ja, also heftiges Stück war zu erwarten. Was nicht so zu erwarten war, war der Abstieg hinten im Wald drin. Da geht's sausteil runter, ist sauglatt. Also die ist wie eine Eisfläche und die man rutscht auf den Blättern aus und kann eigentlich nur springen oder auf dem Hintern runterrutschen oder schauen, dass man irgendwie zurecht und Hauptsache irgendwie heil runterkommt. Spaß, aber ja, schon auch heftig. Ja, es waren wirklich zwei Extreme. Am Anfang berghoch, man kann sein Tempo einfach variieren, dann einfach merkt, es wird steiler, es wird anstrengender. Läuft man einfach langsamer, sollen die Teilnehmer auch machen. Aber wirklich an den Hang hinunter, der totale Kontrollverlust. Wirklich der Marsch durch das Wasser war absolut das härteste. Es ist wie, als wenn jemand mit 1000 kleinen Nadeln in die Füße stechen würde. Und der Gedanke, dass das die Teilnehmer mehrmals machen, ernötigt mir allen Respekt dieser Welt an. Also so ein Wetter wie heute ist den Leuten, sag ich mal, nicht zu wünschen. Geht vielleicht auch ein bisschen besser. Am Samstag beim Trainingslauf war das Wetter ein bisschen schöner. Also das Krasseste an diesem Lauf ist, glaube ich, dann der Mix aus den Höhenmetern. Die haben ja wir heute wirklich nur ganz minimal erlebt. Eben bei den paar Metern hoch zur Osterburg oder eben auch die Sprungschanze hoch. Aber das geht ja bei den Kollegen über fast 30 Kilometer und ich glaube insgesamt 2400 Höhenmeter. Ja, also ich glaube schon, dass, wenn man mit denen spricht, die schon öfter mitgemacht haben, merkt, dass der Team Spirit eine ganz große Sache ist. Man hilft sich gegenseitig über Hindernisse und so weiter. Und dieses Gruppengefühl ist was Schönes und natürlich auch das extreme Ziel, das man dann eben trotzdem schafft zu erreichen, gibt, glaube ich, eine große optimistische Grundstimmung auch für andere Hürden im Leben, sage ich mal.